Bildung und Jugendarbeit steht am ersten Platz. Und zur Jugendarbeit gehört für mich dazu eine freie und eine Vereinsjugendarbeit. Das sind zwei paar Stiefel. Und wenn man das nicht hat in der Gemeinde, wenn es keine Vereine mehr gibt, dann haben wir keine Basis, dann haben wir kein soziales Denken, kein Handeln, die lernen keine Demokratie, die lernen keinen Zusammenhalt. Und Gott sei Dank haben wir in unseren 26 Gemeinden wirklich nur viele rege Vereine, mal ein paar miteinander, das ist auch gut, Gleichberechtigung, siehe Feuerwehr. Und ich wünsche mir, dass man wirklich, dass der Landkreis weiterhin in der Lage ist, das auch finanziell zu unterstützen. Es geht ja nicht ohne Geld. Und ohne dem bricht es zusammen.